shooting stars to all my blue. I'm falling in love with every move. You give me something to lose. Baby, all I need is... Willkommen im La La Land. Leute, wir sind jetzt in Los Angeles angekommen. The Ride war für die zwei Kandidaten ein wenig... Ey, das war ein Erlebnis. Die Jana und ich, Caro, wir saßen wirklich umzingelt von drei... Wie nennt man das? Verrückten? Ja, also der eine hat seine Schuhe ausgezogen, war da barfuß, ja. Neben uns aber hat seine Füße auch nicht versteckt, sondern präsentiert. Wirklich auf dem Tablett vor der Jana. Dann die Frau neben mir, die hat mich so getriggert. Ich wirklich innerlich jede halbe Stunde, als ich so rüber geguckt habe, ich habe mich jedes Mal aufgeregt. Aber warum? Die lag da wirklich, hat diese drei Dinger belegt, hat jedes Mal das scheiß Fenster hochgemacht und wirklich jedes Mal die Sonne so in mein Gesicht rein. Und dann kam so ein kleines Baby, das krabbelt so und jeder lächelt das Baby so an und das Kind freut sich. Die guckt das Baby so böse an und dann gucke ich sie so an, so, hey, lach doch mal, einfach so, muss ja nicht happy sein, aber lach das Kind an, so, ne? Die guckt weiter böse, da war ich so, gecancelt. Die war raus, der Typ vor uns, wie viel Wein Champagner hatte der, Caro, der hatte mit jeder Mahlzeit 3 oder 4 Flaschen und zwischendrin hatte der ja die ganze Zeit getrunken. Da dachte ich auch. Und als wir gelaufen sind, aus dem Flugzeug raus, ist er so ein bisschen so gestolpert und seine Tasche ist so gefallen, so weil er war weg. Die war wirklich weg. Ja, also ich muss sagen, mein Flug war ganz angenehm. Ich durfte Business Class rüberfliegen, weil wir auch heute schon mal ein Dinner haben und so. Und da war es halt voll wichtig, dass ich Schlaf kriege. Und ich hatte heute Nacht in Deutschland von Marrakesch rüberfliegen, bla bla bla, 2 Stunden Schlaf. Und dementsprechend habe ich richtig viel nachgeholt und das war echt ganz gut. Aber ansonsten muss ich sagen, war der Flug, ging eigentlich schnell rum. Okay, ja, sagt sie. Ja, ich bin spoiled. Okay. Ich nehme das zurück. Auf jeden Fall glaube ich aber, dass ihr einfach Pech hattet mit den Leuten. Weil wenn die nicht da gewesen wären, wäre es ja nicht so schlimm gewesen, oder? Ja, also bei mir geht es eigentlich, glaube ich, Klima war auf minus 30. Ja, es war so kalt. Ja. Also bei okay, mir eigentlich scheiße. Die Frau war, Caro, ich hoffe, ich sehe sie nie wieder. Sie hat mich so getriggert. Okay, jetzt fühle ich mich aber irgendwie doch voll schlecht, dass der Flug so scheiße war. Nein, der für war euch. Scheiße, die Frau war einfach. Das war die Frau. Aber wir hatten keine Turbulenzen. Ja. So, we're alive. Wir haben unser Luggage gekriegt. Wir waren wirklich innerhalb von 20 Minuten aus diesem Flughafen raus, inklusive Customs and everything. Und dann haben wir jetzt eine 45-Minuten-Fahrt hierher gebraucht zum Hotel. Wir schlafen im Kimpton Lapeer Hotel. Und ich zeig euch mal, was hier vorbereitet wurde. Der Cookie wurde leider schon demolished, aber der war smash. Erstmal kurz hier unser Zimmer. Ich habe übrigens Kompressionssocken heute über den Flug angehabt. Das Badezimmer. Dann haben wir hier Goodies. Ich habe mir extra, eigentlich alles davon habe ich dabei. Fällt mir gerade auf. Fast alles, das habe ich nicht dabei. Also, von vorne. Wir sind hier mit Kylie Cosmetics. Ich werde Kylie Jenner morgen sehen. Ich glaube, wir können es alle noch nicht richtig glauben. Aber lass uns erstmal die Produkte anschauen. Wir haben die Morph Palette, The Classic Matte, die habe ich sogar auch dabei. Dann die Glow Balms für Wange und Lippe. Dann die Concealer, habe ich auch dabei. Foundation, die habe ich nicht dabei. Deswegen gut, dass sie hier ist. Dann Mascara, Pinsel, Setting Spray habe ich auch. Eye Cream. Geil, habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich mal machen. Dann eine Lip Butter, Tinted Butter Balm. Und dann, was ist das? Ah, Lip Liner. Der sieht sehr dunkel aus, aber sind wir gespannt. Und die High Gloss, die liebe ich. So nice. Und das neue Parfum. Ich muss sagen, ich bin sehr obsessed. Ich habe das natürlich auch mitgenommen. Doja ist sowieso ein Riesenfan. Also aber guck mal, jetzt habe ich 2. Dann kannst du 1 davon haben. Wie die sich freut. Und ja, hier war der Cookie. Das sind nur die Reste, die übrig geblieben sind. Und der war sehr lecker. Da stand so Kylie Jenner drauf. Ich werde euch ein Video einfügen, weil ich ein Video gemacht habe. Kylie Cosmetics drauf, oder?
Ich habe so schnell gegessen, ich weiß nicht mehr, was da drauf stand. Stand auf jeden Fall irgendwas mit Kylie. Okay. Ja, wir werden uns jetzt die Beine vertreten, eine Runde um Block laufen. Ich brauche auf jeden Fall eine Rundbürste, weil ich heute Haare waschen muss und ich habe die vergessen. Und danach gehen wir ins Gym. So, Party People, wir waren eine Runde spazieren und ich war gerade eben noch im Gym und habe gerade geduscht, meine Haare gemacht. Doja war so lieb und hat uns allen ein Matcha bei, wie hieß das nochmal? Cha-Cha Matcha. Habe ich auch in New York getrunken. War New York besser? Irgendwie schon, ja. Hast du einen Vanilla-Matcha? Nee, ich hatte einen warmen. Ah ja, okay. Zum Wachsein geholt, damit wir noch durchhalten. Denn ich mache mich jetzt ready für das erste Dinner. Das ist basically so ein Pre-Dinner, bevor die ganzen Activities anfangen. Mit dem deutschen Team. Und ich glaube, Italien und Kanada wird auch dort sein. Wir gehen ins Nobu. Richtig bougie. Bin sehr excited. Ich habe mir jetzt extra eine Rundbürste noch gekauft. In so einem ganz kleinen Hair-Salon. Der sah ein bisschen suspekt aus, aber die waren so süß da. Und der Kassierer meinte so, I give you the tax for free. Das war ganz süß. Und ja, deswegen mache ich jetzt meine Haare. Die Jana ist in der Dusche. Doja sitzt hier und versucht, Internet zu waxen. Und dann mache ich mich jetzt mal ready, um ja, die restlichen Mädels kennenzulernen. Und Doja und Jana haben ihre Reservierung abgesagt und werden Roomservice bestellen. Und ich muss auch sagen, eine Sekunde oder zwei auch darüber nachgedacht, ob ich das auch machen soll. Aber I go out of my comfort zone und werde das durchziehen. Show me you want it. You've been a fan. Ain't no more talking. Need you to back it up. Back it up. Oh, you been feeling. Body been calling. You know this good shit. You been on it. I need you to back it up. Yeah, back it up. Ain't no time to play with you. Had your time to get with it. Now I'm in your face with it. What you gon' do with it? Lace up to the ceiling. Know that I'm a freak with it. Hit you when I need it. But you know I'm outfit. Und jetzt sehe ich mal die Mädels. You've been a fan. Ain't no more talking. Need you to back it up. Back it up. Flüstern, denn John und Doja schlafen schon. Wir haben jetzt 10:30. Ich bin vom Dinner wieder da. Und es war richtig schön. Ich bin voll froh, dass ich gegangen bin. Wir sind echt eine coole Mädelsgruppe. Es sind nur zwei aus Deutschland für Kylie Cosmetics hier, ich und Milane. Und ja, freue mich sehr. Es war sehr lecker im Nobu und ich schmink mich jetzt ab. Gehe direkt in die Haie. Morgen um 8 Uhr haben wir eine Pilates Cadillac Session uns gebucht und das offizielle Programm für Kylie Cosmetics geht um 12 Uhr los mit einer Yoga Session. So, that's what we're gonna do. Ich muss mich jetzt erstmal schminken. Okay, guten Abend, wir sehen uns morgen. Wie viel Uhr haben wir? 7:30 Uhr. Wir gehen jetzt spazieren und laufen zu unserer Pilates-Class. Ich liebe das, dass wir alle drei so sind, weil wir auch Morning-Classes in Deutschland nehmen. Deswegen macht es das Ganze einfach super entspannt. Und ja, es ist ein bisschen frisch, 10 Grad. Haben uns einen Tee in der Lobby geholt und laufen jetzt einfach noch ein bisschen rum, bis die Class anfängt. Oh, an der Wand kann man bestimmt auch geile Outfit-Bilder machen, weil die so betonig ist. Yeah. Being an Influencer ist like, überall wo man so einen clean Hintergrund nimmt, merkt man sich das so ein bisschen in seinem Kopf, dass man da gute Outfit-Bilder machen kann. Geil, richtig American. Love it.
Das hier ist das Pilates-Studio, wo wir gleich unser Workout haben. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil in 5 Minuten fängt es an und irgendwie ist da noch eine Class. Und ja, jetzt warten wir hier. Frühstück und machen uns jetzt ready, denn wir gehen zu Alo Yoga und machen da eine Stretch and Flow Class. Wir sind so sporty und spicy heute, but we love. Und danach gehen wir brunchen mit dem deutschen Team, mit den Mädels. Die sind alle übrigens so unfassbar süß und stylisch. Also gestern haben wir uns so gut unterhalten. Und genau, da gehen wir brunchen danach im Anschluss. Deswegen muss ich auch noch irgendeine cute Jacke oder Outfit noch mitnehmen. Und ich habe nur noch 10 Minuten und muss mich noch ein bisschen schminken. Und scheiße. Ein Outfit für danach aussuchen, ne? Ja, deswegen du ja. Hör mal auf zu filmen jetzt. Ja, weil ich bin unter Druck. Bevor es jetzt losgeht, wollte ich euch noch ein paar Pieces zeigen, die ich von Lounge mitgenommen habe. Denn Lounge feiert seinen Geburtstag. Und es gibt einen riesengroßen Sale. Und ich weiß genau, wie sehr ihr den liebt. Die meisten Pieces sind immer super schnell sold out. Deswegen be quick. Ich zeige euch erstmal, was ich hier dabei habe. Einmal aus der diesjährigen Spring Collection. So unfassbar süß. Ich finde dieses Gelb richtig nice, auch mit der Spitze. Das glitzert auch so ein bisschen. Es gibt auch wieder Bows. Und hinten auch, was ich richtig schön finde. Generell dieses, wie nennt man das? Karo? Nee. Kariert. Karo? Nee. Kariert. Doch, gelb kariert. Das gelb karierte schreit richtig Spring und I'm all for it. Dieser cute Thong gehört auch zum Set und der macht das Ganze mega complete. Es gibt auch wieder hier diese Bows. Und wenn ihr den von hinten seht, Leute, I gasp. Schaut euch das an. Richtig sweet über dem Popo. I love it. Da gibt es auch noch einen Suspender, also diesen Gürtel. Ups, ich habe die falsche Richtung. Und ich finde bei Lounge, die sind einfach dafür bekannt, dass sie Details on Details machen. Und ich liebe das. Ich kann mich damit super identifizieren. Und ich finde, das verspielt halt total süß. Und so sieht der aus. Hier gibt es dann auch nochmal so ein kleines Herzchen in Roségold. Hinten seht ihr das Lounge-Logo. Ihr könnt den auch verstellen, was super cool ist. Also je nachdem, wie eng oder wie locker ihr den Gürtel haben wollt. For reference, ich trage in dem eine S. In dem Thong Safe auch eine S. Und als Bra habe ich hier eine UK32E und das ist eine deutsche 70F. Dann habe ich was richtig Süßes. Das ist eher so ein Coral Peach. Der hier ist mega schön, weil der auch so durchsichtig ist mit so Herzen. Ich mag das halt voll gerne. Auch oben, wenn hier so ein bisschen die Spitze über den Rand geht. Der sieht angezogen super nice aus, wenn ihr so ein lockeres T-Shirt auch drüber anzieht. Und man sieht hier oben dann die Details, weil der halt so ein bisschen höher geschnitten ist vom Fit. Dann gibt es dazu auch das Höschen, was ich sehr, sehr liebe. Ich mag es auch sehr, dass die Lounge-Höschen immer so ein bisschen high-waisted geschnitten sind. Dadurch ist die Figur einfach so ein bisschen gesnatcht. Und dann so ein Oldies but Goldies. Das ist dieser bekannte Lounge-Bra. Ich liebe, liebe, liebe diesen Style einfach so sehr. Den habe ich mir jetzt endlich mal in weiß geholt, weil ich den einfach bisher nie hatte. Man hat hier unten auch das Lounge-Logo. Der hat einen Bügel. Der ist ein super tolles Basic. Und auch die Hose mag ich total gerne. Ich trage die voll, voll, voll gerne mit Jeans oder auch mit Leggings, weil es dann oben so ein bisschen snatcht. Die Größe S. Und was ich ganz neu für mich entdeckt habe, sind diese Pieces hier. Das ist die Barely There Collection. Und die ist... Alter, die sitzen so toll. Man denkt ja oft bei solchen Bralettes, BHs, okay, die geben mir nicht so viel. Leute, dieses Ding hier, das formt eure Boobs so schön, weil innen drinne wie so ein Mesh ist. Seht ihr das? Das glättet, das schmiegt sich an die Haut an, das pusht an den richtigen Stellen. Das sieht so nice aus.
Und auch den mit Cup, falls ihr das mit Cup lieber mögt. Ich weiß, dass manche halt mehr dieses Gefühl auch von Support haben oder generell auch mehr Support haben, wenn dann Bügel bei ist. Der sitzt auch so unfassbar gut. Dadurch, dass meine Boobs halt fake sind, brauche ich diesen krassen Support halt nicht. Aber der ist auch so geisteskrank bequem dafür, dass es ein Bügel-BH ist. Deswegen sehr empfehlenswert. Die Unterhosen hatte ich schon an. Dementsprechend kann ich euch die jetzt gerade nicht zeigen. Ich lasse euch hier mal ein paar Bilder aufpoppen. Auch noch von anderen Favorites von mir, die im Sale sind und wie viel die auch im Sale sind. Deswegen seid schnell, denn die Lounge-Sachen sind immer in 0,2 Sekunden weg, wie auch meine Kollektion. Und ja, jetzt gehen wir gleich los. Inside, try and get these dollars. Try and make more money than life makes problems. New celly, new city, new women, new weather, new leather. I'm a kid and try and test my patience for me. Do 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 do, come and get to know me, baby. Do 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 do, I've been by my lonely baby. Doja joint auch, Jana auch. Und ja, ich bin richtig gespannt, wie es jetzt gleich wird. Richtig cool. Wir haben uns gerade noch pinke Handtücher geholt und haben ja auch diese Aloe Blocks. Und ich trage auch ein Aloe Bra. Lieb den, macht geile Boobs. Over the atlas, I just need that traction. Then I break her back, you know, hold her, she a cactus. Clubbing with her bad friends, so I don't want no smoke. She gon' smoke to the max, bitch. Cool, yeah. Toll, ja, richtig entspannt. Motherfucker, step back, James Harden. You don't want this. Lil' mama, I don't need no practice. Too proper, you know that I'm finna go and prosper. I've been here the whole time. All past, don't want none to last. In fact, your presence a present that's mine. Give rap. I'm so nervous. I'm so nervous. Vor allem, weil ich auch Haare einfach habe jetzt, die anders sind als sonst. Das ist irgendwie so ungewohnt. Auch ein Kleid, was ich so normalerweise nicht anziehen würde, weil ich Angst habe, dass ich meine Arme bald betone. 100 times 100, baby. Put it in a bag, no Santa. Shake it like a red nose, ain't no prancer. Do it, do it, do it. Fast, faster. Do it, do it, do it. Fast, faster. Break it, give up. Put it on Santa. A break it, give up. Bring it, bring it, bring it. You a little nasty. You a little naughty. Bless you, blessing me. You are. Break it, give up. Do it a little quicker. Give, give up. Gimme what's yours, keep mine, get a yip, shawty. You know you want me, don't you lie, you know you want me. Body on God, it's skin color, yes please. Think outside the box for the box. Ooh. You always give me what I want. Like, I'ma roll it up cause I'm blunt. How you want just you coming, baby. Under, baby, love it, baby. 100 times 100 times 100, baby. Bag no Santa, shake it like a red nose, ain't no prancer. Do it, do it, do it. Fast, faster. Do it, do it, do it. Fast, faster. Break it, give up, put it on Santa. A great gift, give up. Bring it, bring it, bring it. You a little nasty, you a little naughty. Bless you, blessing me. You are a great gift, give up. Do a little quicker. Give, give up, give, give up. You a little nasty. Leute, wir haben gerade ein Bild mit Chris Jenner gemacht. Wie fandst du sie? Chris Jenner ist so nett. Who you with, are you fine? You got time, don't say no. Do
you got some friends to go along with mine. Don't say no, no you like it. Smiley saying so, no you like it. So come slide over here. Who you with, are you fine? You got time, don't say no. Do you got some friends to go along with mine? Don't say no, no you like it. Smiley saying so, no you like it. So come slide over. You got a potty mouth, I'll show you what these hips do. Don't care about a body count, meet me in the lobby. Working like Pilates every Friday if you want to. Who you with, are you fine? You got time, don't say no. Do you got some friends to go along with mine? Don't say no, no you like it. Smiley saying so, no you like it. So come slide over here. Who you with, are you fine? You got time, don't say no. Do you got some friends to go along with mine? Don't say no, no you like it. Smiley saying so, no you like it. So come slide over here. You came to your senses, senses. You and you like a senses. Yeah, I'm coming through is the sentence. You text and sent it. Heard you got that woo, you know I got it too. So what you tryna do, woo woo woo. Yeah, fooling with a winner, you can't lose, woo woo woo. Let me come and choose you. Pull up on me, baby, like I know ya. Always with my own squad, I'm just tryna know you, you, you. Who you with, are you fine? You got time, don't say no. Do you got some friends to go along with mine? Don't say no, no you like it. Smiley saying so, no you like it. So come slide over here. Who you with, are you fine? You got time, don't say no. Do you got some friends to go along with mine? Don't say no, no you like it. Smiley saying so, no you like it. So come slide over. Friends, I'll be telling my friends, but it's only for the weekend. Pull up, pull up, we can't do this every single weekend. We don't wanna be friends, gonna find some others. Who you with, are you fine? You got time, don't say no. Do you got some friends to go along with mine? Don't say no, no you like it. Smiley saying so, no you like it. So come slide over here. Who you with, are you fine? You got time, don't say no. Do you got some friends to go along with mine? I'm back. Ah, ich brauche mal ein Licht hier. I am back and I am very happy that I did that. Es war wirklich sehr... Es war eine geil, geisteskranke Location. Es war mega, mega... Also generell Location, Essen, auch so die Sachen, die sie so vor Ort hatten, waren schon special. Ich hatte sowas noch nie auf Events. Einmal zum Beispiel, dass... Es gab einmal so Hellseher-Kartenleger. Das, finde ich, kennt man schon, ne? Aber die, das war so eine ganze Truppe und gegen Ende konnte man in so ein Zelt rein. Die machen dann ein Bild von dir und du machst deine Hände auf so ein Gerät und dann zeigt es dir, welche Aurafarbe du hast und so. Dann gab es so eine Maschine, da kannst du auswählen, um welches Thema es gehen soll. Um Liebe, um Inner Self, um Education, Work oder was auch immer. Da gibt es da Fragen wie zum Beispiel, will I ever find my cosmic love oder so? Oder should I text my ex? Oder should I sleep und? With my ex? Oder was auch immer. Und dann kannst du die Frage auswählen und kannst dann auch dein Geburtsdatum, Geburtsurzeit, alle Details reinmachen, die du so für so Astrology-Stuff. Und dann kommt direkt auf deine Angaben genau die Antwort raus. Das fand ich so geil. Sowas habe ich noch nie gesehen auf irgendeinem Event. Das Essen war geisteskrank. Flying Buffet mit Mini-Burger, Mini-Tacos, Fries, Sweet Potato Fries, Mini-Cheesecake. Es war saugeil. Und die View von diesem Haus, geisteskrank. Ich muss euch gleich mal alle Videos zeigen. Auf jeden Fall, long story short, Kylie Jenner hat mit mir ein Video gemacht. Ich habe Bilder mit ihr und sie hat die 99-Tüte. Kann ich mal einen Applaus haben? Sie hat die 99-Tüte und sie hat gesagt, pretty! Und dann hat sie gesagt, dass sie ihrer Assistentin die Tüte gibt. Und dann habe ich gesehen, dass die in diesen VIP-Bereich gegangen sind.
Und ich wette, die haben da reingeschaut und die dachte sich, oh, okay, das sieht auf den ersten Blick gar nicht mehr so schlecht aus. Nehmen wir das einfach mal mit. Und dann ist die Assistentin auch den restlichen Abend die ganze Zeit mit dieser Tüte rumgelaufen. Und die hat mir ein bisschen leid getan, weil die war schon schwer, die Tüte. Aber ja, vielleicht wird Kylie die Bikinis tragen. Und wenn nicht, sie hat sie in der Hand gehabt. Ich habe sie ihr gegeben und sie hat gesagt, ist pretty. Deswegen, ich bin da schon voll dankbar für. Generell war das ein echt toller Abend. Ich komme irgendwie gar nicht drauf klar. Ein Teil von den anderen wollen jetzt noch feiern gehen, aber ich sag euch ehrlich, ich sehe das bei mir nicht mehr passieren, weil die gehen erst in anderthalb, zwei Stunden. Ich bin so überwältigt und so dankbar für diese Opportunity, für Kylie Cosmetics, dass ihr mir die Möglichkeit geben konnten, das hier mitzuerleben. Das ist ein once in a lifetime Event gewesen und das hätte ich mir niemals erträumen lassen können, dass ich jemals die Möglichkeit habe, für Kylie Cosmetics aus Deutschland anzureisen und so. Die Leute waren mega, mega nice. Alex Earl war auch da. Ich habe ihr Hallo gesagt, wir kennen uns ja schon vom NFL-Spiel und dann war ich so, ja, lass doch mal die Tage einen Kaffee trinken gehen. Sie so, ja klar, hier ist mein Handynummer, lalala. Also mal schauen, ob wir nochmal einen Kaffee trinken gehen werden. Und ihren Boyfriend habe ich auch kennengelernt, der war so nett. Der war so nett, wirklich ganz, ganz toll. Ja, war cool, war richtig, richtig cool. Mich sehr wohl gefühlt und jetzt schminke ich mich gleich mal ab. Und mein Make-up sieht eigentlich auch ganz cute aus und ich habe es nicht bereut mit den Haaren. Ich habe auch viele Komplimente für mein Kleid bekommen. Die meisten hatten schwarz an, deswegen ist man schon rausgepoppt mit der Farbe. Es war ganz gut und ich bin richtig müde. Ja. Und ich habe ein Bild mit Kris Jenner. Kylie hatte ihre ganzen Freunde auch dort und ihr ganzes Team und hat man einfach gemerkt, so dass sie so ganz authentisch auch ihre Mädels halt mitnimmt, Mädels and Boys, und ja, super viele wollten mit ihr natürlich auch Bilder und Videos machen. Da hat sie mir auch ein bisschen leid getan, nicht dass ich mich mit Kylie Jenner vergleichen wollen würde, aber ich kenne das ja auch von Meet and Greets und so weiter. Das ist schon tough, sowas eine Stunde durchzuziehen, sich mit so vielen Leuten zu unterhalten und Bilder zu machen und sowas. Deswegen kann ich auch verstehen, dass sie dann auch nach einer Stunde gegangen ist. Ja, war cool trotzdem, dass sie sich auch so viel Zeit genommen hat für alle, auch was getrunken. Oh, und ich habe ihre neue Brand ausprobiert, Sprinter, und ich finde die richtig lecker. Das ist gefährlich, weil da ist ja Alkohol drin und du schmeckst den Alkohol nicht. Aber es war richtig nice. Grapefruit war mein Favorite. Und ja, all in all, mega, mega geil. Tolles Produkt, tolles Parfum, tolles Make-up. Ich liebe das Make-up. Tolle Frau, tolle Brand, toller Trip. Ich gehe jetzt schlafen. Good night. Mission accomplished. Kylie Jenner gesehen. Ich bin in L.A. angekommen mit Gepäck. Ich konnte ihr die 99-Teile zeigen. Und ja. Wir machen jetzt doch noch ein kleines Unboxing, Party People, von der Goodie Bag. Also einmal haben wir hier ein Tarot Guide. Da ist noch was anderes, aber das hier ist ein Cosmic Multipurpose Tray. Oh, süß. So ein Deko-Tray mit so Schmuck drauf und so. Mega sweet. Geile Farbe, lieben wir. Und sie sah so gut aus. Die ist so skinny geworden. Ihre Arme sind so. War richtig krass. Aber der Booty ist immer noch da. Also die ganzen Leute, die sagen, dass der BBL weg ist, das stimmt nicht. Die hat einfach, die sieht einfach krass fit aus. Die sieht top fit aus. Sie würde wirklich jeden Tag 2 Stunden im Gym sein. So sieht die aus. Oder Pilates. Ja, aber auch ihre Arme so ganz, ganz krank trainiert. Das ist richtig, richtig heftig. Dann haben wir hier die Karten, glaube ich. Voll schön. Richtig schön, so mit Gold. Das muss ich mir gleich mal durchlesen. Man kriegt auch hier so ein Bergkristall. Oder ist das Rosenquarz? Nee, das ist Bergkristall. Bergkristall. Dann, of course, den Duft. Jetzt habe ich den dreimal. Lieben wir. Und dann haben wir hier einmal nochmal das Parfum, aber in so einer Reisegröße. Voll geil. So für die Handtasche. Und ein Lip Butter von Kylie Cosmetics in der Farbe Vanilla Caramel. Das war's. Richtig geil. Sehr nice. Und jetzt gehe ich wirklich schlafen. Bye!
Bella Hadid ist in unserem Hotel. Dann gehen wir ins Beverly Hills Hotel. Taste Test. Und die View ist wirklich geisteskranky lanky. Und ich finde den so lecker. Den kostet 1300 Euro. Eure Range Rover Mom höchstpersönlich. Dieser Supermarkt ist anders. If you got it bad, like I got it bad for you.